Die schönsten Ecken Mallorcas zeige ich euch in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Doctors Real Life TV. Ja, und ihr könnt das schon sehen, wir sind heute mal wieder auf Mallorca unterwegs und ich habe mir einen Strand ausgesucht, der wirklich sehr weit abgelegen ist. Also ein wirklicher Strand ist das in dem Sinne nicht. Es ist vielmehr ein Kap und der nächstgelegene Ort ist hier circa 20 Kilometer so eine ganz einsame Straße entlang. Ja, und das hier ist quasi der Kap-Vorsprung an der Insel. Wenn wir mal aufs Meer hinausschauen, da ganz hinten, da können wir sogar Cabrera sehen. Hier haben wir einen super Ausblick auf den Leuchtturm und wir gehen jetzt mal zur Küste runter. Auf der einen Seite liegt eine wunderschöne Naturbucht, die gucken wir uns dann später noch mal aus der Luft an. Und auf der anderen Seite geht es endlos weiter. Also man kann hier wirklich kilometerweit am Strand entlang laufen und man hat überall einen tollen Ausblick auf das smaragdgrüne, türkise Wasser. So, Freunde, ich stehe jetzt direkt am Kap und es ist gerade kurz vor Sonnenuntergang, sag ich mal. Wir haben jetzt so 7:30 ungefähr, um 7:30 geht die Sonne unter, noch eine gute Stunde. Hier unter mir tobt das Meer, die Wellen krachen gegen die Felsen. Das ist wirklich eine monumentale Stimmung hier, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, und wir haben hier eine richtig, richtig raue Küste, ja, diese Brandung. Dann das offene Meer, der Leuchtturm im Hintergrund natürlich. Ja, wunderschön. Ja, und im Sonnenuntergang auch immer schön nach Cabrera rüber zu schauen. Ja, Freunde, und ich kann euch sagen, es ist ganz schön warm, wenn man hier rumläuft und Videos macht. Aber es macht natürlich auch Spaß, das Ganze hier mal mit euch zu teilen und euch zu zeigen, wie wir so unseren Urlaub an den entlegensten Punkten genießen. Ist das nicht schön, Freunde? Guckt euch das an. Einfach ein Sonnenschirm, zwei Campingstühle, das offene Meer. Was will man mehr?
So Freunde, jetzt gehen wir mal weiter hier vorne. Hier gibt es nämlich noch ein ganz großes Feld mit richtig spektakulär geformten Felsen. Und die sehen wirklich gut aus. Das ist nochmal ein ganz anderes Panorama. Man trifft hier eigentlich wenig Leute. Also es ist wirklich sehr abgelegen und auch schön zum Wandern, wenn man hier im April oder im März oder so oder im Herbst mal hinfährt. Kann man hier wunderbar wandern. Ist einfach genial. Kann man bestimmt 10 Kilometer diese Küste hier lang laufen, gar kein Problem. So, jetzt gehe ich mal hier lang und wenn wir noch ein Stückchen in diese Richtung da gehen, dann werden wir einen richtig schönen Ausblick haben. Jetzt sind wir hier an der Stelle, die ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, weil hier gibt es überall so gemütliche Aussparungen, so Becken. Die sind aber nicht mit Salz oder mit Wasser gefüllt, sondern mit Sand. Wenn man sich hier zwischenlegt, dann hat man gleichzeitig Windschutz und gleichzeitig ein gutes Polster für den Rücken. Also richtig schön bequem und abgeschieden und windgeschützt. Also gemütlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Hier haben wir überall diese kleinen Sandbuchten mit Felsen, da hat man ein bisschen Schatten, da kann man sich wunderbar reinlegen, Schwimmschuhe mitnehmen und dann ist das alles kein Problem. Ja, und wenn man zum Wandern hier hin möchte, dann kann man hier kilometerweit in diese Richtung gehen. Und keine Angst, man muss nicht über diese Felsen hier kraxeln, es sei denn, man ist Hobbyfotograf und möchte das gerne. Aber ansonsten führt halt hier direkt am Zaun entlang ein, immer diese Stechmücken hier, ein Weg. Ja, ihr könnt diesen Weg einfach durchgehen. Das ist so ein etwas besserer Wanderweg und der führt komplett die Küste entlang. Also das ist wirklich ein Träumchen. Was ich schön finde, dass zwischen diesen ganzen Felsen hier überall so kleine Sträucher und Kräuter rauswachsen. Das sieht wirklich cool aus. Ja, diese schwarzen Felsen hier und dann dieses grüne Gewächs dazwischen. Wirklich naturmäßig, wirklich schön und mit dem Leuchtturm als Hintergrund. Für jeden Fotografen, vor allem im Sonnenuntergang, ein Träumchen, Freunde. Ja, das war mal wieder ein Geheimtipp, ein wirklicher Geheimtipp, weil wir waren heute schon an gefühlt 4 Stränden, wo wir gar nicht mehr hingekommen sind, weil alles viel zu voll war. Also wenn man nach 11:30 irgendwo versucht, in der Gegend hier einen Strand zu finden, dann sind meistens die Straßen gesperrt. Und per Zufall haben wir das hier entdeckt und das war wirklich ein guter Zufall. Gut, ich meine, Wasserzugang könnte hier praktischer sein, ist klar, aber man hat hier zumindest seine Ruhe und man ist hier mit sich selbst, ne? Und das ist ja schön. Allerdings sollte man dran denken, genug zu trinken einzupacken, weil hier ist wirklich gar nichts, Freunde, hier gibt es nichts. Nichts außer die Brandung, die Wellen, die Sonne, das Meer und der Leuchtturm und die Moskitos, ne? In diesem Sinne, der Doc hat einen Hitzestich. Ich lasse das alles ungeschnitten drin, ist auch egal. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Schatten. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Und wenn ihr mal in der Gegend seid, checkt das auf jeden Fall aus. Ich packe euch das in die Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann freue ich mich natürlich und abonniert den Kanal, um keine weiteren Mallorca-Videos oder Reisen aus der ganzen Welt mehr zu verpassen. In diesem Sinne, ich bin raus, Freunde. Macht es gut. Ich mache nochmal einen Schwenk hier aufs offene Meer und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Bleibt alle sauber. Peace out und reingehauen. Ciao.